Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und heute gibt's mal wieder ein spannendes Pokémon Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battle. Wir hatten ja in letzter Zeit ein paar schöne Side-Projekte mit der Kampffabrik, mit Ranked Rumble und sogar einem Thementeam, aber ich habe schon aus den Kommentaren rauslesen können, dass die meisten Leute hier hauptsächlich für die Wi-Fi-Battle da sind, deswegen freue ich mich, dass wir das mal wieder bringen können, auch wenn ich sagen muss, dass mir ein wenig die Inspiration fehlt, was man denn noch alles Spezielle im Wi-Fi-Jargon zeigen kann, weil gefühlt ist schon alles gezeigt worden, aber ich guck mal, dass ich vielleicht aus den untertierigen Bereichen noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Heute freue ich mich ganz besonders mal wieder Piyu, ein Tier, das mir eigentlich ziemlich gut gefällt, obwohl ich da nicht allzu viel Erfahrung drin habe, aber im letzten Ranked Rumble-Teil habe ich einfach realisiert, wie stark Koalelo mit dem Walband der Zuflucht und der Schlafrede ist. Mehr braucht man gar nicht. Wäre vielleicht noch ein hartes Wesen, um den Schaden noch weiter zu maximieren, aber dieses Set ist einfach mega interessant. Resistenzen sind da nicht mal ganz so wertvoll, weil der Schaden immer noch sehr, sehr stark ausfällt. Großer Nachteil ist natürlich, dass die Initiative von Koalelo nicht die allerbeste ist, aber mit einem guten KP-Investment sollten wir den ein oder anderen Angriff dann auch standhalten können. Für die Leute, die nicht wissen, wie das Koalelo-Set funktioniert, durch die Fähigkeit können wir jederzeit die Schlafrede aktivieren, was unser einziger Angriff neben der Zuflucht ist. Zuflucht ist ein unglaublich starker Angriff, der aber nur eingesetzt werden kann, wenn alle anderen Angriffe vorher einmal genutzt worden sind, was halt mit der Schlafrede dann direkt funktioniert. Und die Schlafrede hat ja nur ein legales Ziel und das ist die Zuflucht. Ich habe sehr, sehr oft Zuflucht gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. Wir haben nur einen Angriff. Das ist die Zuflucht, Walband, hartes Wesen, Stab, sehr viel Schaden. Punkt. Das ist Koalelo für euch, Leute. So, übrigens, es tut mir leid, dass ich heute wahrscheinlich ein bisschen nasal klinge oder nicht ganz so elanvoll, weil ich bin die Woche leider ganz, ganz bisschen erkrankt. Irgendwie das Wetter ist immer hin und her gewechselt, deswegen, wenn ich ein bisschen seltsam klinge, dann sei es mir verziehen. Aber wir reden nicht über uns, wir reden über das tolle Team, das wir heute mitgenommen haben. Außerdem ein Pokémon, auf das ich mich sehr, sehr gefreut habe, ist natürlich Velsa hier mit dem klassischen Drachentanz-Set. Kennt man ja schon, aber durch die Z-Kristalle kann man einige komplizierte Matchups, würde ich beinahe sagen, ein bisschen besser für uns gestalten. Wir spielen hier Steinkante und Petrium Z tatsächlich, um das Maximum an Schaden rauszuholen. Außerdem auch mit von der Partie ein Koriogel hier mit dem Walscher unterwegs. Unser Team ist relativ langsam, außer natürlich Velsa, wenn es den Drachentanz aufsetzt. Aber um dieses Defizit ein wenig aufzuhöhlen, haben wir eben dieses Pokémon mitgenommen. Kann auch sehr, sehr schön Momentum generieren durch die Kehrtwende. Und wenn wir dann im richtigen Zeitpunkt das Setup mit Velsa fahren können, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich für den Gegner. Unser defensiver Kern besteht heute aus Velie und Mantidea, funktioniert relativ gut miteinander, gerade in dem doch sehr passiven Piyu-Tier. Mantidea hat sowieso einen kleinen schönen Bonus in der Ultra-Version bekommen, in dem es Kraftkoloss einsetzen kann. Dazu noch die Umkehrung, kann das schon sehr schnell eskalieren. Die offensive Gewalt ist gar nicht mal so übel, muss man sagen. Deswegen freue ich mich drauf, ein bisschen was mit diesen schönen Pokémon anzustellen. Und das letzte Pokémon, das wir mit dabei haben, ist ein Gastrodon, hier spezial offensiv, aber mit der ein oder anderen stalligen Taktik. Toxin-Genesung ist natürlich gesetzt, aber wie gesagt, wir können auch damit ziemlich guten normalen Schaden anstellen. Mal gucken, ob der Gegner diesen Schaden abfangen kann und ob er sich lumpen lässt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Dieser hat heute mit ein Amagaga, ein Quappo, ein Skuntank, ein Vesprit heißt glaube ich auf Deutsch, ein Togetemaru und ein Amigento. Ein klassisches Piyu-Team, wie ich das hier gerade sehe, aber ich erkenne auch direkt, dass ich mit meinem Velsa hier sehr, sehr gute Chancen habe, schönen offensiven Druck aufzubauen. Wenn ich einen Drachentanz dazu noch rausbekomme, dann wird es auf jeden Fall sehr gefährlich für den Gegner, aber da müssen wir auch vorher erstmal ein bisschen scouten, welche Sets der Gegner mit seinen Pokémon so fährt. Also Vesprit muss ich beispielsweise ein wenig im Auge behalten für den Fall, dass da der Walschall drauf gespielt wird und potenziell auch noch der Energieball. Dann werde ich auf jeden Fall mit Velsa ein wenig in Gefahr sein. Amagaga ist ebenfalls gefährlich. Gefriertrockner würde sehr viele Pokémon in meinem Team ziemlich stark besiegen können, beziehungsweise fast jedes Pokémon wird von Gefriertrockner hier One-Hit-KO'd, je nachdem, ob der Gegner das spielt und je nachdem, ob er offensiv gespielt wird. Also da auf jeden Fall eine gigantisch große Gefahr. Natürlich haben wir auf Velsa das Petrium Z, das heißt, ich glaube, eine apokalyptische Steinpresse wird hier sehr guten Schaden anrichten, je nachdem, wie der Gegner investiert ist, vielleicht sogar zum One-Hit-KO reichen. Deswegen, ja, da müssen wir beide so ein wenig aufpassen. Aber ich glaube hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Wi-Fi-Battle zu sehen und genau das sollt ihr bekommen. Deswegen, viel Spaß dabei.
So, das Match geht los und wir öffnen dieses erstmal mit unserem Wälzer, denn das hat gegen alle potenziellen Leads des Gegners eigentlich ein ziemlich schönes Matchup und vielleicht kriegen wir direkt die Gelegenheit, ein kleines Setup zu fahren und dann können wir direkt durchstarten mit ein wenig Rambazamba, aber der Gegner fängt hier leider mit seinen Amagaga an, sollte aber trotzdem noch okay sein. Wir tragen den Gesteins-Z-Kristall, können also hier einen sehr guten Treffer landen. Erdbeben würde leider nicht ausreichen, auch wenn der Gegner gar nicht in die KP investiert ist, aber die Apokalypse Steinpresse reicht allemal. Ich könnte natürlich darauf plädieren, dass der Gegner hier direkt die Tarnsteine probiert rauszulegen, aber ich glaube, das Risiko ist zu groß für ihn. Wie gesagt, Erdbeben sollte immer noch relativ viel Schaden machen, aber auf der gegnerischen Seite wäre der Gefriertrockner auf jeden Fall das bessere Play gewesen. Kann Wälzer hundertprozentig One-Hit-KO und außerdem habe ich da auch keinen richtig guten Switch in, muss man sagen. Und ich freue mich, dass wir Amagaga direkt in der ersten Runde rausgenommen haben. Sehr, sehr schön. Als nächstes kommt hier das Vespertrine. Ich glaube, ich kann mir das Wälzer noch relativ gut aufsparen, jetzt wo wir einen großen Fett schon mal rausgenommen haben. Später werde ich sicher irgendwo die Gelegenheit finden, einen Drachentanz-Setup zu fahren. Deswegen gibt es hier keinen Grund, ein Risiko einzugehen, um eine Psychokinese zu schlucken. Wir haben ja einen guten Switch-In mit Mantidea, hat einen relativ schönen natürlichen Balk, sollte also den Attacken hier gut standhalten können. Der Gegner allerdings geht hier auf die Tarnsteine, finde ich weiterhin vollkommen okay. Mantidea ist da auch eine gute Antwort, denn wir haben das Auflockern mit dem Set und vielleicht können wir den Gegner ein bisschen überraschen, indem wir ihm gleich noch den Kraftkoloss zeigen. Ein neuer Move, der im Ultra-Update dazugekommen ist. Ich weiß nicht, ob viele Leute das schon auf dem Schirm haben, aber gerade mit der Umkehrung, Fähigkeit Umkehrung, ist das natürlich eine richtig tolle Wucht. So, während wir hier auf das Auflockern gegangen sind, ist der Gegner mit der Kehrtwende rausgewechselt und zeigt uns sein Skuntank. Das könnte potenziell mit einer Giftattacke arbeiten, deswegen will ich Mantidea lieber mal rauswechseln mit dem Kraftkoloss Blättersturm. Potenziell kann es im Late Game auch noch sehr, sehr gefährlich werden, deswegen wir haben einen guten Switch-In in einer Giftattacke. Leider hat der Gegner sehr, sehr gut mitgedacht, genau diesen Switch-In erwartet und geht hier auf die Verfolgung, die dann dem Mantidea ziemlich viel Schaden zufügt. Finde ich ein wenig schade, denn das schmälert die Chancen, dass wir das schöne Pflanzen-Pokémon später noch viel zu Gesicht bekommen. Aber immerhin haben wir so einen safen Switch-In generiert. In unser Gastrodon wird ja hier in einer recht offensiven Variante gespielt. Das heißt, der Schaden sollte sich sehen lassen. Wir gehen hier auf die Erdkräfte, weil mir tatsächlich das Skuntank so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen könnte später. Deswegen wollte ich einfach mal safe spielen. Aber nun gut, den Switch-In Vesprit hätte ich mir auch denken können. Leider eine Runde an dieser Stelle weggegeben, was der Gegner natürlich sofort ausnutzt, indem er seine Tarnsteine wieder aufs Feld bringt. Ich reagiere darauf, indem ich auf das Toxin gehe. Ich glaube, auf die Dauer sollte das mehr Schaden machen, denn auch wenn wir schon mal die Kehrtwende gesehen haben, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass der Gegner hier mit Setup arbeiten könnte, also mit dem Delegator oder mit dem Gedankengut. Und das würde mich schon sehr, sehr stark aufhalten. Deswegen lieber sicher spielen und hier direkt auf das Toxin gehen. Der Gegner wechselt als Reaktion darauf direkt in der nächsten Runde durch die Kehrtwende raus. Mal gucken, was als nächstes reinkommt. Auf jeden Fall sollten wir hier mit dem Siedewasser sehr, sehr guten Schaden anrichten. Wie gesagt, wir haben ein mäßiges Wesen, komplettes offensives Investment. Insofern sollte das Amigento hier eine ziemlich große Beule davontragen. Nicht nur eine Beule, sondern auch eine Verbrennung, was mich wirklich sehr, sehr freut. Denn so wird unser nächster offensiver Angriff wahrscheinlich direkt ausreichen, um Amigento zu besiegen. Dieses geht hier überraschenderweise auf das Toxin, also wahrscheinlich eher ein etwas bulkieres Set. Ansonsten hätte das Siedewasser wahrscheinlich noch mehr Schaden gemacht. Toxin ist nervig, denn Gastrodon kann ich wirklich in sehr, sehr viele Matchups gut reinwechseln. Natürlich haben wir die Genesung, aber Toxin schmälert so ein bisschen die Effektivität unserer Schnecke. Und leider reicht das nächste Siedewasser auch nicht aus mit der Verbrennung zusammen, um Amigento zu besiegen. Also ein ganz, ganz unglücklicher Roll an der Stelle, aber nun gut. Ich kann mir vorstellen, dass der Gegner hier auf die Abgangstirade gehen wird. Ich will nicht unbedingt so viel Schaden von dem Toxin fressen an der Stelle, deswegen wechsle ich hier noch einmal raus, um so viele KP zu sparen wie möglich. Mantidea wird in diesem Match wahrscheinlich sowieso nicht mehr allzu viel machen können. Durch die geringen Initiativwerte wird der Gegner uns mit allen seinen Pokémon outspeeden können und auf der KP-Range werde ich auch keinen einzigen Angriff mehr tanken. Insofern, ja, nehme ich lieber diesen KO an, aber der Gegner wird ebenfalls ein Pokémon verlieren durch die Verbrennung, was ich sehr, sehr angenehm finde. Das heißt, wir haben gleich wieder eine blinde Switch-Situation, bei der sich der Gegner erstmal für sein Togetemaru entschieden hat. Ich leider für mein Koalelu. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht unbedingt, wie dieses Matchup genau verlaufen soll, deswegen wollte ich lieber safe spielen. Ich habe hier mit Gastrodon einen der besten Switch-Ins, den man sich für dieses Pokémon vorstellen kann. Ich kann allen relevanten Moves von dem kleinen Eagle resistieren, insofern lieber kein Risiko eingehen. Mal gucken, für welchen Angriff sich der Gegner entschieden hat, dann können wir das Set auch ein wenig besser einschätzen, denn Togetemaru kann man auch gerne defensiv spielen, irgendwie mit den Schutzstacheln heißt der Angriff, glaube ich, aber wir sehen hier den Eisenschädel, der immer noch, obwohl der Angriff resistiert,
sehr, sehr guten Schaden macht. Das zeigt auf jeden Fall, dass der Gegner hier definitiv offensiv investiert ist. Das Toxin, man merkt es schon, Gastrodon verträgt das nicht unbedingt gut, aber wir haben ja zum Glück die Genesung, können uns also nochmal in einen schönen, positiven Bereich bringen, während der Gegner hier in sein Quappo rauswechselt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der Gegner vielleicht hier mit dem Delegator arbeitet und dann eben mit dem Kampfangriff der eine Runde aufladen muss, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Focus Punch vielleicht. Deswegen bin ich hier drin geblieben, wollte auf die Erdkräfte gehen, denn mit dem mäßigen Wesen sollte es immer noch guten Schaden gegen Quappo machen, außer es ist irgendwie defensiv ausgelegt. Aber dieses Quappo ist absolut nicht defensiv ausgelegt, denn wir sehen hier auf jeden Fall mindestens ein Wahlglas auf diesem Quappo. Fokusstoß hat mich einfach ge-one-hitted. Ein doch ansatzweise balkiges Gastrodon. Deswegen, vielleicht sind es sogar zwei Wahlgläser übereinander, wie die coolen Kids das heutzutage tagen. Aber immerhin wissen wir jetzt, dass der Gegner in den Kampfangriff reingelockt ist. Das heißt, wir können safe in unser Koriogel reinwechseln, haben nichts zu befürchten. Wir wissen, der Gegner wird auf jeden Fall rauswechseln und deswegen gehen wir hier auf die Kehrtwende, können uns wieder ein wenig Momentum generieren und jetzt ist endlich die Zeit gekommen, wo wir unser Koalilu reinholen können. Im Matchup gegen Skuntank wird es absolut gut bestehen können. Natürlich könnte ein Abschlag kommen, der ein bisschen wehtut, aber durch die Fähigkeit können wir schon mal nicht toxinisiert werden für den Fall, dass der Gegner diese Taktik bevorzugt und mit unserem sehr speziellen Set mit der Zuflucht und der Schlafrede kann der Gegner auch nicht sowas wie einen Tiefschlag an der Stelle einsetzen. Insofern sind wir hier absolut safe. Der Gegner wechselt hier in sein wahrscheinlich balkiges Vesprit, aber das wird einfach pulverisiert aus dem Leben herauskatapultiert. Der Gegner war hier, glaube ich, auch mega überrascht, dass er die Zuflucht gesehen hat, beziehungsweise vorher die Schlafrede, jetzt die Zuflucht. Funktioniert eben nur bei Koalilu, dass man die Schlafrede nutzen kann, ohne eingeschlafen zu sein durch die Fähigkeit. Insofern, ja, das ist schon sehr, sehr schön. Wir haben hier wieder das Matchup Koalilu gegen das Togetemaru. Hier bin ich aber einmal drin geblieben. Ich weiß, ich einen Angriff auf jeden Fall überleben werde und ich will hier nicht unbedingt irgendwas reinwechseln, beziehungsweise ich kann auch nicht wirklich was gut reinwechseln und ich bin absolut fasziniert, dass auch hier die Zuflucht ausreicht, um Togetemaru zu besiegen. Natürlich, Togetemaru ist nicht das balkigste aller Pokémon, aber es resistiert und Koalilu ist jetzt natürlich auch kein super offensives Monster, aber scheinbar hartes Wesen und Walband und Zuflucht natürlich reichen aus, um diesen kleinen Igel zu besiegen. Was mich extrem freut, als nächstes holt der Gegner wieder sein Quappo ins Match rein. Und auch hier wissen wir, dass der Gegner in den Eisstrahl reingelockt ist. Und das sollten wir mit Willi noch einigermaßen gut tanken können. Natürlich, es trifft sehr effektiv. Aber trotz des Wahlglases können wir das wirklich sehr, sehr schön wegstecken, da der natürliche Balk von Willi sehr angenehm ist. Und mit dem Geosauger machen wir sogar ziemlich ansehnlichen Schaden, sodass wir auch wieder von der KP-Range so hoch kommen, dass der nächste Eisstrahl uns nicht rausnehmen kann. Das heißt, ein absolut gewonnenes Matchup an der Stelle. Der Gegner kann natürlich jederzeit in seinen Skuntank rauswechseln, wo wir leider mit unserem Willi-Set nicht wirklich gut gegen ankommen können, aber genau das ist momentan mein Ziel. Ich will den Kampf hier mit dem Velser gewinnen. Wenn ich in das Skuntank irgendwie safe reinkommen kann, ohne dass ich vorher viel Schaden kassiere, kann ich tatsächlich einmal, mindestens einmal, auf den Drachentanz gehen, alles im generischen Team outspeeden, dann höchstwahrscheinlich auch direkt One-Hit-KO und dadurch, dass Quappo auch schon mal ein bisschen Schaden vorher gefressen hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass Skuntank irgendwie ansatzweise was dagegen machen kann. Natürlich könnte es den Verhöhner mit dem Set haben, aber durch die Fähigkeit Dösigkeit auf dem Wälzer ist mir das vollkommen egal. Wenn jetzt nicht überraschenderweise die Kraftreserve Pflanze auf dem Skuntank gespielt wird, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass unser Wälzer dann noch aufgehalten werden könnte. So, leider sind wir momentan in einer sehr, sehr langsamen Phase des Kampfes, dadurch, dass Willi eben kaum was gegen das Skuntank ausrichten kann. Ich bin hier einmal auf die Tarnsteine gegangen, einfach nur, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Ich will mich nicht unbedingt heilen mit dem Geosauger, auch wenn der Geosauger so wie gar keinen Schaden macht, denn Skuntank ist ja auch ein wenig bulky. Leider kriegt der Gegner mit seinem Gift-Hieb auch niemals die Vergiftung. Ich will es eigentlich nur ein bisschen beschleunigen. Ist so ein bisschen, sie starren einander an, um gute Pokémon-Stadium-Zitate ranzubringen. Aber ich will eben, dass das Willi gegen das Skuntank untergeht. Ich gehe natürlich weiter auf die Geosauger für den Fall, dass der Gegner schon predicted, was ich hier gleich vorhabe und in Quappo rauswechselt. Dann haben wir direkt wieder ein gutes Matchup. Aber endlich ist es geschehen. Willi wurde besiegt. Wir können Velser wieder reinholen und einmal mindestens auf den Drachentanz gehen, damit wir safe schneller sind als das genische Quappo und vor allen Dingen auch direkt den One-Hit-KO dagegen starten können. Wie erwartet geht der Gegner auf den Verhöhner, seine einzige Chance im Grunde, aber wie gesagt, Dösigkeit
kann uns davor bewahren. Wir kriegen den Drachentanz raus. Der Wels mit dem Drachen im Herzen kann hier, glaube ich, durchkommen. Das sollte als GG bedeuten. Das Erdbeben sollte keine Kompromisse hier mit ins Kontakt machen. Quappus ebenfalls schon so weit angekratzt, dass ein Erdbeben ein safer One-Hit-KO bedeutet. Wenn jetzt gleich nicht wie durch ein Wunder das Quappo irgendwie schneller sein sollte und auf den Fokusstoß geht und dieser crittet und unser Welser besiegt, dann haben wir ja noch unser Koryugel im Schlepptau. Aber ich glaube, so weit muss es heute gar nicht mehr kommen. Mal schauen. Wir sind auf jeden Fall schneller. Erdbeben auf plus 1. Welser kann das machen. Welser kommt am Ende durch. Ein großartiges Pokémon, das, glaube ich, komplett unterm Radar durchfliegt. Jedenfalls bei mir. Aber ja, Drachentanz macht es dann tatsächlich ein bisschen weibel. Dann das auch noch die Fähigkeit, die einfach perfekt dazu passt. Schönes Pokémon und vor allen Dingen Koalelo. Dass Koalelo mal wieder so gut funktioniert hat, hatten wir ja schon mal bei Ranked Rumble mitgenommen und da hat es auch absolut alles pulverisiert. Deswegen, das muss man, glaube ich, in nächster Zeit auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben, dass Zuflucht Koalelo mit dem Wahlband auf jeden Fall durchrasiert im PU. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Gegner, hat hier wirklich sehr, sehr schön gespielt. Ein großartiges Team mit an den Start rangebracht. Das Quappo hat mich total fasziniert, wie viel Schaden es plötzlich rausbekommen hat. Und ich glaube, hätten wir nicht von Anfang an das Amigaga schon besiegt mit dem Welser, hätten wir schon echt arge Probleme bekommen gegen Ende, aber nun gut, Petrium Z auf Welser sieht man aber nicht alle Tage, freut mich, dass es funktioniert hat. Wie immer an dieser Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt, mit Showdown im Portable natürlich für den Fall, dass das Team gerne mal selber ausprobieren wollt. Mein Twitter-Link steht da drin, Twitch mittlerweile ebenfalls, schaut mal vielleicht vorbei, da machen wir auch ein paar coole Projekte gerade. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.